Im dritten Block dieser fünften Veranstaltung zur Vorlesung Mensch-Maschine-Kommunikation schauen wir uns den ersten Tag an, den wir im Rahmen unseres fünftägigen Praxis-Workshops angehen wollen und dort insbesondere diesen ersten Schritt Contextual Inquiry, kurz CI. Die Contextual Inquiry versucht, verschiedene Sichten abzudecken. Da wäre zum einen diese Sicht Rollenteilung und Kommunikation, also welche fachlichen oder inhaltlichen Rollen sind eigentlich an der Problemstellung, die wir hier analysieren und für die wir eine Systemunterstützung bauen möchten, beteiligt und wie kommunizieren die untereinander. Die zweite Sicht sind dann eben Handlungsstrategien und Vorgehensweisen, also wie gehen Menschen, die sich in diesen Rollen befinden, typischerweise an die Problemstellung heran, welche Strategien verfolgen sie und welche einzelnen Vorgehensweisen verfolgen sie dann in der Umsetzung dieser Strategien. Die dritte Sicht beschäftigt sich mit den Artefakten, also welche verschiedenen Dinge ziehen Menschen heran zur Unterstützung. Das können Informationen sein, es können Bücher sein, es können andere Systeme sein, es können ausgedruckte Berichte sein und so weiter. Alle Artefakte, die sie hier heranziehen, die hier hineinfallen. Das vierte konzentriert sich auf kulturelle und soziale Einflüsse. Die spielen eine entscheidende Rolle natürlich auch, wie man arbeitet. Wenn Sie als Beispiel nehmen, heutzutage ist eigentlich ja Messaging schon gesetzt. Das war vor 15 Jahren noch ganz anders. Da ging man davon aus, dass man eher per E-Mail kommuniziert. Und vor 30 Jahren hätten Sie auf jeden Fall per Telefon kommuniziert. Noch weiter zurück eher per Brief. Nur als Beispiel, wie die Kultur auch die Kommunikationskanäle beeinflussen kann. Aber das trifft natürlich auch viele andere Dinge. Verhalten, Entscheidungen. Es kann auch in die Vorgehensweisen oder in die Handlungsstrategien hineinwirken und natürlich auch in ihr physisches Umfeld. Physisches Umfeld ist die fünfte und letzte Sicht, wo man untersucht, eben in welchem Kontext bewegen wir uns da. Sie können sich sofort vorstellen, es ist ein großer Unterschied, ob Sie zum Beispiel eine Fahrplanauskunft auf dem heimischen Sofa mit hochgelegten Beinen abrufen oder ob Sie versuchen, während schon eine Straßenbahn einfährt, in die Station noch herauszufinden, ob diese Straßenbahn tatsächlich dahin fährt, wo Sie wünschen und ob Sie in diesen Zug tatsächlich einsteigen sollten. Ich werde die Sichten in der Folge dann jetzt nochmal einzeln illustrieren und vor allem auch darstellen, welche Inhalte sich dann empfinden. Die erste Sicht, Sie sehen es hier auch ikonisch durch das Violette dargestellt, ist eben die Rollenteilung und Kommunikation, die sich damit beschäftigt, welche typischen Rollen finden sich denn hier im Kontext dieses Problems, vor allem auch, welche Verantwortlichkeiten haben die einzelnen Rollen, also wie fällt dann die Zuständigkeit aus und auch, wie fällt die Arbeitsteilung aus, sprich, welche Aufgaben übernimmt welche Rolle. Da wird es sich natürlich unmittelbar ergeben, dass zwischen zwei Rollen dann in der Erledigung von Aufgaben oder in der Wahrnehmung von Verantwortung, die dann zu Prüfaufgaben führen kann, Kommunikation erforderlich ist. Kommunikation verfolgt jeweils einen Zweck, also gerade im Unternehmensumfeld, wo es auf Effektivität und Effizienz ankommt. Und Kommunikation kann sich natürlich verschiedene Mittel zunutze machen. Ich habe eben ja die Kanäle schon angesprochen. Und Sie sollten natürlich bei der Analyse dieses Kontexts dann auch schauen, gibt es aktuell Stärken oder Schwächen. Die zweite Sicht beschäftigt sich mit den Handlungsstrategien und Vorgehensweisen. Da geht es darum, dass die entsprechenden Rollen ja typischerweise bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Aufgaben erledigen sollen, wie wir eben auch gesehen haben, und dass sie sich dazu eine Strategie zurechtlegen. Dazu passt dieser Teil, den wir uns im Bereich über den Menschen in der zweiten Vorlesung schon angeschaut hatten, dass Menschen sich aus einem Ziel, das sie haben, einen Plan zurechtlegen und den dann versuchen abzuarbeiten und dass dieser Plan natürlich gestört werden kann durch bestimmte Ausnahmesituationen, durch bestimmte Fehler. Und natürlich spielt auch eine Rolle, wie häufig Sie die Tätigkeiten ausführen. Denn Sie wissen auch, wenn es sich um motorische Tätigkeiten handelt, dann kann das zu Übungseffekten führen, die zunächst zu größerer Effizienz, größerer Geschwindigkeit, größerer Sicherheit führen und im Laufe der Zeit vielleicht sogar zu Habitualisierung.
Und gleichzeitig ist eben auch die Frage, welche Vorgehensweise wählt man zur Ausführung dieser Aufgaben? Ich habe das schon illustriert in diesem Bereich Interaktionsstile und in dem Bereich Dialoggestaltung. Es kann durchaus sein, dass einzelne Personen zum Beispiel immer eine Schaltfläche klicken, um eine bestimmte Funktion auszulösen, während andere das Tastaturkürzel bevorzugen. Und dadurch, dass Oberflächen heute in der Regel viele Wege anbieten, können Sie über die Kombination dieser Wege ein sehr, sehr breites Spektrum an Vorgehensweisen in der Praxis tatsächlich beobachten, die Sie natürlich bei einem Folgesystem für gute Akzeptanz meistens in irgendeiner Form wieder unterstützen müssen. Oder Sie müssen sich an Erwartetes anlehnen, was für die Plattform existiert. Auch hier wieder sollten Sie Stärken und Schwächen herausarbeiten. Die dritte Sicht beschäftigt sich mit Artefakten. Arten von Artefakten wären eben, wie schon im Überblick angesprochen, Dokumente, Formulare, Werkzeuge. Artefakte können natürlich auch Code sein, wenn Sie in der Softwareentwicklung als Domäne unterwegs sind. Artefakte haben typischerweise einen gewissen Verwendungszweck. Gleichzeitig kann es trotzdem passieren, dass Artefakte zweckfremd verwendet werden. Denken wir zum Beispiel an einen Bericht. Ein Bericht war ursprünglich gedacht, um im Unternehmen eine bestimmte KPI zu kontrollieren. Aber dieser Bericht schlüsselt auch andere Dinge auf. Und genau die Dinge, die dort drin stehen, die benötigt eine ganz andere Fachkraft, um in ihrer Rolle eine bestimmte Aufgabe zu bewältigen, und hat irgendwann mal unterhalb des Radars der Organisation sozusagen dann Kollegen X gefragt, der immer mit diesem Bericht arbeitet: Kannst du mir nicht mal diesen Bericht geben? Der lag bei dir auf dem Schreibtisch und der beinhaltet genau die Informationen, die ich brauche. Und dann wird das Ganze eben zweckfremd verwendet. Das geht für Werkzeuge natürlich genauso. Wenn Sie als Beispiel Visio für irgendwelche Modellierungen heranziehen, statt ein dediziertes Tool zu verwenden, oder PowerPoint zur Plakatgestaltung, oder Excel als Datenbank oder ähnliches, dafür sind diese Werkzeuge an sich nicht gedacht. Das kann auch für andere Dinge gelten. Die Frage gerade bei Dokumenten und Formularen ist natürlich auch, welchen Aufbau haben die, welcher Informationsgehalt steckt da drin? Ist das alles kognitiv zu bewältigen? Was muss man Nutzen denn hier eigentlich anbieten? Diese Bewältigung kann wiederum individuell sein. Sie wissen ja schon, dass aus dem Bereich Ergonomie und Gestaltung eine gleichartige Arbeitsbelastung auch in unterschiedlicher Arbeitsbeanspruchung resultieren kann. Und Sie wissen aus dem Bereich Menschen natürlich auch schon, dass auch gleiche Wahrnehmung durchaus anders interpretiert werden kann und dass Individuen einfach unterschiedlich leistungsfähig sind kognitiv. Das heißt, Sie können hier wirklich helfen, indem Sie diese Artefakte ein Stück weit individualisieren. Das kennen Sie vielleicht über einen Einsteigermodus in einem User Interface, wo dann tatsächlich nur eine kleine Anzahl an Interaktionselementen angezeigt wird, während der erweiterte oder Profi-Modus dann Ihnen eine deutlich größere Anzahl anzeigt. Stärken und Schwächen der bisherigen Artefakte sollten in dem Kontext nicht fehlen. Die vierte Sicht zielt auf kulturelle und soziale Einflüsse. Welche Personen haben wir im Umfeld? Was für Ziele, Werte, Vorlieben haben diese Personen? Welche Verhaltensregeln gibt es? Da mag es explizite geben. Denken Sie an die Beratung. Es kommt nur das unifarbene Hemd in weiß oder blau in Frage, und es kommt nur der dunkle unifarbene Anzug in Frage. Es kann auch implizite Verhaltensregeln geben, die einfach über sozialen Druck erzeugt werden. Was, du bist noch nicht bei WhatsApp, dann leg dir schleunigst einen Account zu und denk nicht lange über Datenschutz nach. Das kursiert gerade in privaten Bereichen sehr. Also, es kann implizite und explizite Verhaltensregeln geben. Es kann Widersprüche geben. Einerseits, mir sind meine Daten wichtig, andererseits, jeder ist in WhatsApp, also muss ich da auch hin. Die nicht unbedingt aufgelöst sind. Das führt auch zu Spannungen, das führt auch zu einer entsprechenden Beanspruchung, gerade wenn das im Arbeitsumfeld erwartet wird. Auch hier sollten Sie wieder Stärken und Schwächen herausarbeiten, wenn Sie die Contextual Inquiry durchführen. Die letzte Sicht zielt auf das physische Umfeld, also wie ist mein Arbeitsplatz gestaltet? Und das sehen Sie auch hier im Bild rechts. Ein Arbeitsplatz muss ja nicht immer ein Büroarbeitsplatz sein, an den man da standardmäßig vielleicht denkt, weil die meisten Menschen heute im tertiären Sektor beschäftigt sind.
Ein Arbeitsplatz kann durchaus auch eine Baustelle sein. Und wenn Sie dort an Bauingenieure denken, die da rausfahren und irgendwelche Zwischenstände elektronisch gleich protokollieren möchten, die benötigen dann halt ein wirkliches Ruggedized-Gerät, damit das Ganze den harten Anforderungen, Stöße, Staub und so weiter, Vibration entsprechend gewachsen ist. Gleichzeitig sind bestimmte Hilfsmittel an der Baustelle vielleicht nicht verfügbar oder Sie brauchen ein Gerät, das mit Handschuhen bedienbar ist oder ähnliches. Und Verfügbarkeit hängt zum großen Teil natürlich auch an Wegen und Distanzen. Sie wissen im Agilen zum Beispiel, dass ja Co-Location als Erfolgsfaktor gilt. Also wie weit sind die gefühlten zumindest Wege und Distanzen zu Kollegen oder zu anderen Ressourcen, die Sie gerne nutzen möchten. Aber auch in der Bewältigung von tatsächlicher Produktionsform, von echter physischer Arbeit natürlich. Inwieweit muss ich laufen, um ein bestimmtes Stück zu holen und so weiter, weil das auch zur Belastung beiträgt. Natürlich hat das, wie eben schon erwähnt, mit der Co-Location auch Einfluss auf die Kommunikation. Ich kommuniziere anders, wenn ich davon ausgehe, dass meine Kollegen gleich um die Ecke sind und ich kann mit denen auch mal in der Kaffeeküche informell reden oder ähnliches. Als wenn die vielleicht irgendwo halb um die Welt sitzen und ich muss mit Zeitverschiebung und Videoconferencing oder virtuellen Systemen arbeiten. Man kommt da näher und näher an die Illusion, dass man gemeinsam arbeitet, aber zum Beispiel die Zeitverschiebung verschwindet natürlich so ohne weiteres nicht. Auch hier sollte man Stärken und Schwächen im Rahmen der Contextual Inquiry klar herausarbeiten. Das Vorgehen für die Contextual Inquiry ist typischerweise iterativ. Sie untersuchen vor Ort während der Arbeit, versuchen möglichst viele Stakeholder, ein breites Spektrum dort abzugreifen, von der Position, wie gesagt, auch vom Arbeitsort her, die verschiedene personenbezogene Merkmale abdecken, Alter, Geschlecht und so weiter, auch unterschiedliche soziale, kulturelle Hintergründe, welche Erfahrungen, Wissen, Einstellungen und so bringen Sie mit. Natürlich ziehen Sie neben diesen Interviews, die Sie durchführen, auch bestehende Formulare, Screenshots und so weiter heran, um eben diese Art Altsystemaufnahme zu haben, weil diese Altsysteme ja auch die Erwartungen der Nutzenden wieder prägen. Und Sie wissen aus dem Kapitel über den Menschen noch, dass gerade Erwartungen ja auch wesentlicher Treiber sind für das, was wir wahrnehmen. Deswegen ist es wichtig, Erwartungen, Erfahrungen und so weiter auch zu greifen. Sie diskutieren im Rahmen der Contextual Inquiry auch über bisherige Probleme, über Zusammenhänge, über Potenziale. Und im Rahmen dieser Interviews betrachten Sie jedes Interview möglicherweise sogar als Iteration. Im Rahmen dieser Interviews versuchen Sie dann eben weiter und weiter Ihr Bild bezüglich dieser fünf Sichten, dieser Contextual Inquiry zu schärfen und das passend zu Papier zu bringen oder digital in den Rechner. Ergebnisse, Sie haben dann eine Terminologie, die können Sie nochmal gegen die Anforderungsanalyse aus dem Software Engineering halten, also aus der Systementwicklung, und prüfen, sind dort die entsprechenden Termini genauso festgelegt oder fehlen dort vielleicht sogar welche, muss ich die ergänzen. Dann sehen Sie natürlich hier auch, in welchem Umfeld passiert eigentlich die Aufgabenerledigung. Das wird dann in Verbindung sein zu einem späteren Teil der Szenarien nämlich. Sie können Abläufe und Tätigkeiten nochmal sich anschauen. Was wird dort im Kontext passieren? Auch damit können Sie natürlich prüfen und gegebenenfalls ergänzen, wie die Geschäftsprozessmodellierung aus dem Software Engineering ausgefallen ist. Haben wir denn hier in den Prozessen wirklich die Abläufe entsprechend abgebildet? Haben wir da berücksichtigt, welche Tätigkeiten innerhalb der Abläufe vielleicht auch in welchen Umgebungen anfallen, dass da vielleicht zeitlicher Versatz ist oder ähnliches? Das alles können Sie dann ergänzen und prüfen. Und obendrein sehen Sie ja auch bestimmte Schwierigkeiten, Probleme, die Menschen schon wahrnehmen, die im Rahmen dieser Diskussion auch aufkommt nach den Interviews, und Sie erfahren bewährte Strategien im Rahmen dieser Sicht, Handlungsstrategie und Vorgehensweisen, und die können Ihnen nachher helfen in dem nächsten Schritt, wenn Sie die Verbindung zu den Personas herstellen, die letztlich sich ableiten lassen, zum Teil zumindest aus den Rollen, die Sie bei der Systemnutzung beobachten.